Hallo Leute, ja, ich war heute auf dem Flohmarkt. Heute ist bei uns in der Stadt draußen Flohmarkt und ich habe mir gedacht, ich schaue einfach mal vorbei. Gibt's immer leckere Schnitzelsemmeln, Schnitzelsemmeln und immer leckere Bratwurstsemmeln. Da konnte ich mal richtig schön frühstücken draußen und ja, ich habe mir gedacht, ich kann mal vorbeischauen, vielleicht finde ich ja irgendwas Interessantes für euch. Und siehe da, es gab tatsächlich ein paar Videospielstände. Und ich habe mich mal informiert, mal ein bisschen so rumgeschaut, wie ich irgendwas Interessantes für euch finde. Und mein lieber Bonne, ich hätte da was für dich gefunden, das ich aber niemals kaufen werde. Für die, die es nicht wissen, der liebe Bonne quält mich ja schon eigentlich die ganze Zeit, dass ich SpongeBob und seine Freunde, Angriff der Spielzeugroboter, wieder erneut spielen soll. Nee, mein Freund, nein. Und nur mal kurz so nebenbei, an diesem Stand gab es SpongeBob und seine Freunde Angriff der Spielzeugroboter für den Nintendo DS. Und da ich eine Capture Card habe, könnte ich das aufnehmen, aber habe ich es mir gekauft? Nein! Nein, mein lieber Bonne, nein. Niemals. Das war aber jetzt eigentlich nur gesagt, um es dir nochmal reinzuwürgen, sage ich jetzt einmal. Ich wollte es dir nur nochmal reinwürgen. Um dir nochmal die letzten Hoffnungen zu zerstören. Insgesamt gab es an dem Stand, an dem ich am Anfang war, eigentlich nicht wirklich Interessantes. Wo mich dann wirklich vom Hocker gehauen hat. Also es gab dann noch ein Dragon Ball Spiel, was mich vielleicht noch interessiert hätte. Aber, es ist, erstens habe ich eh noch ein Dragon Ball Spiel, das ich noch Let's Playen muss, das ich besitze. Zweitens gibt es eh noch ein Dragon Ball Spiel, das ich mir noch besorgen muss, weil ein Abonnent es sich von mir wünscht. Und drittens brauche ich eh mal ein neues Dragon Ball Spiel, stimmt auch wieder. Ich habe ewig keine Dragon Ball Spiele mehr gespielt, muss ich sagen, ich liebe Dragon Ball. Und jetzt bin ich sowieso wieder auf dem Dragon Ball Hype, jetzt wo Dragon Ball Super rauskommt und auch bald Dragon Ball Battle of Gods auf Deutsch endlich rauskommt. Doch, das wird toll. Ne, auf jeden Fall, habe ich an dem Stand eigentlich nichts wirklich Interessantes gefunden. Dann bin ich nochmal ein bisschen rum, habe eigentlich damit schon abgeschlossen gehabt, dass ich irgendwas Interessantes nochmal für euch finde. Und dann habe ich dann nochmal einen anderen kleinen Stand gefunden. Und da habe ich tatsächlich was gefunden. Der Stand hatte eine Art Angebot. Nimm 3, zahl 2. Und wie es der Teufel so will, ich habe genau 3 Spiele gefunden. Nein, ich habe 2 Spiele gefunden, die mich übelst interessieren, die ich unbedingt haben muss. Und das letzte Spiel ist einfach nur Kommerz. Fangen wir doch einfach mal mit dem Kommerz an, würde ich doch mal sagen. Ja, ich will in diesem Video nämlich die Spiele vorstellen. Wie viele vielleicht wissen, ich bin ein riesiger Disney-Fan. Und ja, ich liebe Disney-Filme. Schön und das Biest, toller Film. König der Löwen, großartig. Aladdin, sowieso der beste Disney-Film der Welt. Ah, alles wunderbar, wunderbar. Es gibt aber einen Disney-Film, der ziemlich gehypt ist, sage ich jetzt mal. Einer der beliebtesten sogar. Der jetzt aber nicht so meinen Geschmack trifft. Und genau dieses Spiel dafür habe ich gefunden. Der Film trifft jetzt nicht hundertprozentig sonderlich meinen Geschmack. Aber ich weiß, dass er die Masse interessiert, sage ich jetzt mal, weil die Masse ziemlich interessiert in diesem Film ist. Und ich denke mir mal, vielleicht ist sie auch interessiert in dem Spiel. Da haben wir es für die PlayStation 1, Disney's Tarzan. Ja. Das erste Spiel, Disney's Tarzan. Wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich nicht so der sonderliche Tarzan-Fan, aber da ich weiß, dass es eben die Masse ziemlich interessiert, sage ich jetzt einmal, habe ich mir gedacht, für euch tue ich das. Außerdem, hallo, ich hatte eh ein drittes Spiel noch, also nehmen wir doch gleich das. Außerdem habe ich ja nie gesagt, dass ich Tarzan scheiße finde. Es trifft nur nicht sonderlich meinen Geschmack. So, kommen wir zum zweiten Spiel. Es sind alles übrigens PlayStation 1 Spiele. Ich liebe die PlayStation 1 übel. Ich bin so froh, dass ich mit meiner PlayStation 3 PlayStation 1 Spiele spielen kann. Ich bin so froh, meine Freunde. So,
Kommen wir also zum nächsten Spiel. Wenn ich mich nicht irre, sind sogar... Muss ich jetzt mal nachschauen. Ja, das Spiel ist auch noch von Disney, wenn ich mich nicht irre. Und auch einer meiner Lieblingsfilme, sage ich jetzt mal, von Disney. Definitiv, ich liebe diesen Film. Und da haben wir das Spiel dazu. Ich wusste nicht mal, dass es ein Spiel dazu gibt. Sieht man's? Ja, man kann es wahrscheinlich schlecht sehen, weil Spiegelung und so. Disney ist der Schatzplanet. Ich liebe den Film dazu, muss ich sagen. Ich liebe der Schatzplanet. Das ist ein großartiger Film. Schaut ihn euch unbedingt mal an. Ja, und hier haben wir das wunderbare Spiel dazu. Ich hoffe mal, dass es wunderbar ist. Es kann nur wunderbar sein. Es ist Schatzplanet. Ja, wunderbar. Und jetzt kommen wir mal zum Highlight der ganzen Runde. Das Highlight der ganzen Runde, als ich das gesehen habe, das Spiel. Das war das erste Spiel, das ich an dem Stand gesehen habe. Und als ich das Spiel gesehen habe, wusste ich, ich muss noch zwei Spiele kaufen. Weil ich muss dieses Spiel haben. Es ist ein Film aus meiner Kindheit, ein Spiel zum Film aus meiner Kindheit, mit dem ich in diesem Sinne aufgewachsen bin und den ich über alles liebe. Ich liebe diesen Film, ich schaue ihn mir auch heute immer noch gerne an. Gut, ich habe ihn jetzt seit, weiß Gott, wie lange nicht mehr gesehen. Ich habe den Film jetzt, ich gebe es zu, ich habe den Film jetzt, weiß Gott, wie viele Jahre nicht mehr gesehen, aber... Ich würde mir doch gerne mal wieder anschauen, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen, ich würde mir doch gerne mal wieder anschauen. Es ist halt ein Kinderfilm und ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn. Und es gibt mehrere Teile von diesem Film und die sind alle großartig. Aber der erste Teil ist der beste. Und das, ja, ist einfach großartig. Und was kann es anderes sein? Littlefoot in einem Land vor unserer Zeit. Die Rückkehr ins große Tal. Ja, der Film heißt er selbst in einem Land vor unserer Zeit. Ich persönlich habe ihn immer nur Littlefoot genannt. Für mich war der Film immer Littlefoot und für mich wird der Film immer Littlefoot sein. Für die, die den Film nicht kennen, Littlefoot ist das da. Der in der Mitte. Das ist Littlefoot. Das ist Zera. Das müsste Dagi sein. Oh Gott, und wie hieß der? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ne, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ist ja auch egal. Ja, Littlefoot. Diese drei Spiele habe ich mir auf dem Flohmarkt geleistet. Und musste einfach sein, als ich Littlefoot gesehen habe, dass ich mir dann eben noch zwei Spiele kaufe und dann habe ich eben in einem Land vor uns, der Schatzplanet gesehen und da ich den Schatzplanet liebe, musste ich das Spiel haben. Ja, und dann war da eigentlich nur noch Spiele dabei, die mich nicht wirklich interessiert haben. Sag ich jetzt nochmal, also, nee. Ich habe bei PlayStation 3 Spielen mal geschaut und da habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Außer 5000 mal FIFA. Ich bin auch so der große FIFA-Spieler. Und ich mag FIFA übrigens. Ich mag FIFA. Ich spiele es noch nicht oft. Und ja, dann habe ich eben Tarzan gesehen. Habe mir gedacht, wirst du was? Tarzan ist ein ziemlich beliebter Disney-Film. Also, komm, das machen wir jetzt noch für euch. Außerdem, wie gesagt, ich hasse den Film ja nicht. Ich finde, er trifft nicht hundertprozentig einfach meinen Geschmack, aber er ist nicht schlecht. Und ja, diese drei Spiele gekauft, alle drei werden selbstverständlich Let's Played. Und eins davon wird sogar schon relativ bald Let's Played werden. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, welches. Da muss ich mal noch schauen. Aber wie gesagt, demnächst wird eins von diesen Spielen Let's Played. Freut euch da schon mal drauf. Ja, und zum Abschluss würde ich jetzt gerne nochmal Bonne nochmal mobben. Ne. Ich habe mir das Spiel tatsächlich nicht gekauft. Das war kein Witz. Ich habe es mir nicht gekauft. Und das war kein Witz. Das Spiel war auf dem Stand. Es hat 10 Euro gekostet. Ne. Ja, ich würde mal sagen, das war's eigentlich in diesem Sinne schon wieder.
Ja, ich danke fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.